Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time Report. Ich hoffe, es läuft jetzt wieder normal. Scheint so. Warte, da ist er gerade ein bisschen zu weit gelaufen. Mal schauen. Wow, wow. Ich habe jetzt meinen Computer komplett neu gestartet. Und hoffe, dass es jetzt keine solchen Ereignisse mehr gibt. Es wirkt auf jeden Fall flüssiger. Also, dass es nicht das macht, was es will. Ach nein, da kommt schon wieder Codierung überlastet. Nein! Was ist denn das heute? Ich habe nichts gemacht. Was ist denn eine schnellere Encoder-Voreinstellung? Ich bin verwirrt. Leila, Leila, etwas Schreckliches ist passiert und das ist meine Schuld. Oh Gott. Was ist denn passiert? Der Roboter dreht durch. Er hat letzte Nacht korrekt funktioniert, aber als ich ihn heute Morgen für einen Feldtest einschaltete, lief er amok. Im Moment wütet er durch die Stadt umher und niemand kann ihn aufhalten. Frau Direktor, das sind Sie ja. Du versuchst von Fehlern davonzulaufen, oder? Ich habe dir gesagt, dass dieses schreckliche Ding gefährlich ist und jetzt sieht das Chaos an. Alle in der Stadt haben Angst. Ich verstehe nicht, er hätte perfekt funktionieren müssen. Bitte, Leila, hilf uns, ihn aufzuhalten. Ich nehme das obere. Danke, vielen Dank. Ich verstehe, dass du ihn vielleicht zerstören musst. Aber vielleicht könntest du dabei vorsichtig vorgehen, weil wenn die Teile intakt bleiben, könnte ich herausfinden, was schiefgelaufen ist. Ich werde das versuchen. Ihr beide seid verrückt. Okay. Kein weiterer ruhiger Morgen. Schön, ja, ich merk's. So, einmal hier das Zeugs rausholen. Briefkasten. Zivildruppe. Unser abgenutztes Fell. Danke, viel Spaß damit, ja. Ich habe eine tolle Idee. Toll für dich und für Portia. Triff mich so schnell wie möglich, Bürgermeister Gale. Und nochmal abgenutztes Fell. Yay! Oh Gott, die ganze Stadt leuchtet schon wieder. Das ist immer toll. Aber, okay, hallo Aki. Ich scheine nicht mehr diese G-Probleme zu haben. Es kommt zwar bei OBS noch diese Fehlermeldung, aber die kann man ja auch ignorieren. So ist es jetzt ja nicht. So, dann auf zum Zentralplatz. Hier Probleme lösen. Ich glaube, ich berüste mich gleich mal mit meinem Schwert aus. Ja, das funktioniert wieder normal. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was gerade vorfällt mit meinem Programm, aber es nimmt normal wieder auf. Es kommt nur diese komische Warnung. Oh Gott, ich sehe schon, Aldo steht da und bereite den Verrückten. Ja. Nein, vielleicht eher nicht. Oh Gott, ich muss fighten. 45, oh Gott. Okay, das Ding ist ganz schnell down. Ich hab's gekillt und ich hab KI-Chipsets bekommen. Ja. So, hallo Gale. Vor allem jetzt kann ich die anderen zwei heute kaufen und dann habe ich das komplett. Ich habe eine tolle Idee. Ich hatte Rückenschmerzen. Also habe ich nachgedacht, weißt du, wir haben doch diese heißen Quellen in westlichen Anhöhen. Von denen könnten wir doch Gebrauch machen. Wir könnten einen Rückzugsort an den heißen Quellen bauen. Ein Ort zum Entspannen, an dem man einen Moment für sich haben kann. Unsere hektische und gefährliche Welt. Jeder, der hier vorbeikommt, wird die berühmten heißen Quellen von Portia besuchen wollen. Es wird die Wirtschaft ankurbeln. Wie klingt das? Olbert erledigt gerade vorbereitende Arbeiten. Er teilt den Handwerkern, die an dem Projekt Interesse haben, Aufgaben zu. Bist du interessiert? Ja! Fantastisch! Ich sehe schon vor meinem inneren Auge, wie ich mich in den heißen Quellen entspanne. Olbert gibt dir den Auftrag, sobald er bereit ist. Okay, auf Nachricht warten. So, und jetzt können wir heute tatsächlich dieses scheiß Projekt da fertig machen. So, keine weiter ruhigere Morgen wurde einfach mal so bewältigt, ohne Probleme. So, wer hat da noch ein Problemchen auf der Map? Ach, hier. Ach, ich kann jetzt eine Tef-Tef-Haltestelle bauen. Ja, die gebe ich doch gleich mal in Auftrag. Dann schnappe ich mir... Ne, ich schnappe erst das erste in Auftrag, das ist jetzt erstmal wichtiger. So, Ziviltruppe ist hier wieder am Trainieren. Habe ich mal wieder ein Problemchen gelöst. Ach. So, vor allem, ich habe ein KI-Chipset schon. Jetzt brauche ich nur noch praktisch meine Schaltkreise mitnehmen. Ein paar von den Silikon-Chipsets da runterfahren, das schnell tauschen. Und dann habe ich mal wieder einen Auftrag fertig und dann werden wir da nicht länger genervt.
Yay. So, was haben wir hier für Aufträge? Am besten einen mit A. Alu möchte was. Eine verbesserte Feinkiste. 1500. 25 Freundschaft. 1000. Aber das wasserdichte Stoff, das ist scheiße. 1000 Kristallgrund. Wir nehmen einfach mal Alu. Warum auch nicht? So, einmal weg hier. Ich finde es sehr schön, dass mein Computer wieder vorhat zu funktionieren. Was für ein unruhiger Morgen. Ach, jetzt bin ich ein bisschen entspannt, weil das wieder funktioniert. Also steht zwar so eine Warnung bei OBS, aber ich finde, die kann man auch einfach ignorieren. Dinge, die man ignorieren kann, OBS. So, eine verbesserte Feinkiste. Jo, kein Problemchen. Schon gelöst. So, da, Aki. Statt seine Lehrer an. Jetzt ist er gerade einen Meter weiter gelaufen. Wenn das jetzt das einzige bleibt, ist es ja in Ordnung. So, alles sortieren. So, KI-Chipset. Jetzt brauche ich einmal einfach Schaltkreise. Ich glaube, ich habe das in das alles Dings hier reingeworfen, ja. Eins bitte. Und dann brauche ich noch ganz dringend die hier. So, auf zum Strand. Bis zum Hafen. Hey, warum bin ich jetzt stehen geblieben? Komisch. Alu joggt gleich vorbei. Alu, bleib stehen. Alu. Alu, stehen bleiben. Die hätten mir auf den Hafen achten sollen. Ich hätte nur damit gerechnet, dass sowas passieren sollte. Es war meine Schuld. Nein, es war auch nicht deine Schuld. Hier, Handelsauftrag. Danke, wenn du in Schwierigkeiten gerätst, dann zögere nicht, die Ziviltruppe um Hilfe zu beten. Yay, voll viel Kohle erhalten und noch ganz viel Freundschaft. So, einmal noch hier unten zum Hafen. 22 Minuten durch die Gegend tuckern, geil. So. Okay, ich habe jetzt eine Sekunde Delay bei der Aufnahme, aber das ist noch okay, glaube ich. Einmal dahin hoppeln. Nein, hier. Dann können wir auch heute schon vielleicht die Töff-Töff aufstellen, weil dann kommen wir dann morgen gleich dahin, wenn wir irgendwas aufstellen sollen. So, KI-Chips, ja. Zwei. So, damit hätte ich das jetzt komplett und kann jetzt dahin fahren und das machen. Einmal hier hin. So, also wie gesagt, irgendwann müssen wir noch angeln gehen im Winter. Aber das hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Wenn es vielleicht mal nicht so spannend ist, schreibe ich mir mal die ganzen Fische auf, wo es die gibt. Und dann schauen wir mal, dass wir alle fangen können. Am besten auch gleich in Kaiserquali. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir das alles nacheinander spenden können. So, ja, ich muss in die andere Richtung. Perfekt. Hast du was wir brauchen? Zeig mal her. Ja, ich habe alles, was ihr braucht. Sehne. Das wird spannend. Alu ist auf einmal auch da. Was ist das? Da steht an den schönsten und charmantesten Dame, Madame Aurora. Ich grüße dich und wünsche dir unendlich Eleganz und alles Gute. Dies ist das neueste Projekt des Unternehmens Xander, der Ablüfter. Du kannst deine Gesichtszüge einfach und beliebig durch bloßes Tippen deines Fingers anpassen. Ich wünsche dir aufrichtig alles Gute zum 25. Geburtstag und dass dir unser Geschenk gefällt. Ja. Vorwort Ende. Bitte Passwort eingeben. Das muss das Geburtstagsgeschenk gewesen sein, was auch immer dieser Ablüfter ist. Er muss in guter Qualität in dieser versperrten Küste sein. Ich habe die letzten Dämmerungen von ihr gelesen. Und dort hieß es, dass die Menschen, die sie umwerben, eine Schlange bis zum nächsten Planeten bilden konnten. Ihren Geburtstag?
Macht Sinn, da es ein Geburtstagsgeschenk ist, muss das Passwort mit dir in Verbindung stehen. Petra, wird die irgendwelche Zahlen dieses Buches der Geburtstag der Dame erwähnt? Ja, es gab einen ganzen Abschnitt darüber, wie großartig ihre Volljährigkeitszeremonie war. Ich glaube, es war der 15. Sommer. Angeblich 10.000 Menschen zur Feier erschienen. Nice, ich dachte immer, der Autor hat das nur erfunden. Das Passwort könnte 0215 lauten, versuchen wir es. Wow! Was für ein seltsam aussehendes Relikt. Wir sollten dankbar sein, dass wir sowas gefunden haben. Es kommt nicht oft vor, dass wir das Privileg haben, eine unbeschädigte Maschine aus der alten Zeit, der alten Welt zu sehen. Wenn man in die Beschreibung geht, dann handelt es sich vielleicht um eine Maschine, mit der das Gesicht eines Menschen verändern kann. Ich werde das Dr. Xu zeigen. Mal sehen, was er davon hält. Wenn er eine Verwendung dafür gibt, gebe ich dir Bescheid, Leila. Danke für die Arbeit. So, jetzt reden wir mal mit Merlin, weil wir gerade das Ding für sie gestoppt haben. Und? Hast du nicht irgendwie... Ich dachte, jetzt sagt sie sowas. Boah, danke, dass du das Viech gestoppt hast. Fragen wir mal die Petra, ob die irgendwas dazu sagt. So. Dann war's das. Haben wir jetzt endlich diesen Auftrag lösen können. Auch schön. Dann würde ich einfach mal sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei My Time Reportia. Bis dahin. Tschüss.